Und wir sind wieder da. Gar nicht wahr. Doch, wir sind wieder da. Ich habe Aufnahme gedrückt. Ich habe mir ein Thema überlegt, oder was heißt überlegt? Mir ist gerade eben Geistesblitz hier ins Hirn geschossen. Geschissen. Nein, geschossen. Okay, es war so ein bisschen braune Suppe dabei, aber egal. Ist Standard. Komm, ich hau's jetzt einfach gleich am Anfang raus. Soll ich? Ich weiß das Thema noch nicht, also ja. Ist vielleicht ein bisschen einfallslos, aber Frauen gehören in die Küche, oder? Oder? Das Da kann man sich doch jetzt drüber unterhalten. ein gutes Thema. Wir haben Ja jetzt gut, wirklich es war jetzt viel auf einfach so dem Thema. rausgehauen, aber also meiner Meinung nach, okay, da kann ich jetzt, ja, ich gebe auf. Ich hab's gesagt, das wird mich jetzt verfolgen. Also, ich kann mal eine Sache dazu sagen. Ich bin da voll die Meinung dagegen. Ich Ja, finde, nein, das Frauen war ein sind. Spaß. Also das war so, viele Machos Man sagen kann das ja. trotzdem drüber reden. Wenn man kein Thema hat, nimmt man das nächste, was einem einfällt. Und da ich hier nur von irgendwelchen Slimes und Spinnen verprügelt werde, reden wir Ja, jetzt über das Moment, Moment, Thema. das Thema war ernsthaft gemeint, aber das, was, also die Aussage, die ich da jetzt gerade eben gemacht habe, die war nicht War ernst nicht deine gemeint. Meinung. Also das Thema ist ernst gemeint, aber deine Aussage ist nicht deine Aussage, sondern ein Beispiel für das. Genau, jetzt haben wir es doch. Ah, wunderbar. Jetzt wissen wir das auch. Sind wir uns aber schon sehr viel glücklicher gekommen. Ja, ich weiß. So. Ist genauso so Frauen und technische Berufe. Viele sagen, das geht nicht, das darf nicht sein. Verstehe ich nicht. Warum? Warum soll eine Frau nicht auch an der Maschine hinstehen dürfen oder einen Bagger fahren dürfen oder sonst irgendwas? Also, da verstehe ich ehrlich gesagt manche Leute nicht, weil da gibt es echt so alte Säcke, die dann sagen, nö, das geht nicht, die darf da nicht hin. Das geht einfach nicht, weil eine Frau gehört hier nicht hin. Du wolltest dich über das Thema unterhalten. Sag deine Ja, Meinung. ich wurde gerade von einer Spinne durchgevögelt. Dann sag sie nicht. Meine Meinung ist eindeutig und dazu muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist so diese Allerweltsmeinung, aber ich vertrete diese wirklich. Frauen gehören in keinem Fall der Welt hinter die, also in die Küche. Aus dem einfachen Zusammenhang schon gesagt, meine Mutter kann schrecklich schlecht kochen. Passt nicht unbedingt zum Thema, ist aber jetzt zum Beispiel das Musterbeispiel, dass es nicht passt. Mein Vater ist ein unglaublich guter Koch. Meine Schwester kann Plätzchen backen, aber wenn diese Plätzchen auch wirklich am Ende so aussehen sollen wie im Kochrezept, dann ist sie am Verzweifeln. Ich esse jetzt gerade seit 3 Tagen Haselnussmakronen. Diese Haselnussmakronen sind eher irgendwelcher misslungenen Pfannkuchen als alles andere. Trotzdem liebe ich sie. Nee, und so. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine, so etwa. Es geht mir jetzt größtenteils darum, liebe Leute, dieses Gerücht von wegen Frauen gehören in die Küche muss ausgemerzt werden. Ich kenne 2 Millionen Leute, die besser kochen können als der Durchschnitt der Frauen, die ich kenne. Und ich, damit meine ich Männer in dem Sinne. Und es gibt unbedingt Personen, die ich niemals eine Maschine bedienen lassen würde. Weil diese Person einfach, jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber das sind wirklich diese so Vorzeige. Jetzt Vorsicht, schlimmes Wort, sind diese Vorzeigetunten, wo du dann denkst jedes Mal, die will dich doch auf den Arm nehmen. Das ist dann irgendjemand vor dir, der sich genauso behauptet von wegen Ding, ja, ich bin voll der Macho, aber kaum bricht ihm Fingernagel ab, ist sofort die Tränendrüse aktiviert. Ist zwar auch wieder so ein riesiges Klischee, aber ich finde, solche Leute kann man dann gerne in die Küche tun, aber Frauen können sich gegen dieses Klischee eigentlich wunderbar durchsetzen in meinen Augen. Ja gut, ich verstehe halt nicht, warum das immer noch so aktuell ist. Also, es ist ja schon die Zeit, wo das vielleicht mal so war, das ist ja schon ewig vorbei. Das ist genauso hier die Frauen, die brauchen oder sollen nicht arbeiten gehen, weil der Mann soll das Geld nach Hause bringen. Warum soll eine Frau nicht auch arbeiten dürfen? Das gibt's auch noch zeitweise. Zwar nicht mehr so oft, aber bei manchen, ja.
Also ich bin noch mit dem damaligen Status im Kindergarten, muss man sagen, hatte ich eine Frau, die hat sich von ihrem Mann damals, also eine Erzieherin, die hat sich von ihrem Mann damals trennen müssen, weil der sich geweigert hat zu akzeptieren, dass sie arbeiten geht. Gibt es alles. Also so ist es ja nicht. Oh Mann. Also. Ja, jetzt hast du ein Thema in den Raum geworfen und niemand hat mehr was dazu zu sagen. Du bist echt ein Spezialist, Ja, ey. ich wollte gerade eben noch was dazu sagen. Also ich wäre gerne Hausmann. Da muss aber schon gut Geld verdienen hier. Also, ich bewerbe mich Ja. hier jetzt als Hausmann. Er hat gute Vorzüge. Manche dieser Vorzüge konnte ich noch nicht austesten. Andere wollte ich einfach nicht austesten. Das ist so Das, no homo und so. Alter, das, der, oh Gott. Aus solchen Geschichten, ey, da entstehen Sachen, die sollten nicht entstehen. Du sprichst sie trotz alledem immer wieder an und du weißt ganz genau, dass es passiert, wenn du es ansprichst. Das ist einfach so eine Sache, das ist dein Pech. Oh, wir haben ja jetzt eine Brücke. Ja, ich bin gerade dran, die zu bauen. Naja, so eine, eher so eine. Naja. Habt ihr eigentlich schon gewusst, dass Tattoo, also der Riva und ich, ein inniges Liebesverhältnis? Kriegt so eine Wo ist Schelle der? Wo später. ist der? Seht ihr, er schlägt seine Frau. Geh hinter den Herd, du. Ja, jetzt sind wir wieder beim Alles anders. Thema. Frauen schlagen. Ja, das Was? gehört so ebenfalls dazu. Ja gut, das kann man aber wirklich mit reinnehmen, ja. Ja, Das. das sind diese gleichen Vorurteile. Von wegen, ja, ist okay, ist meine Frau, die darf ich schlagen. Der Typ, der mir so entgegenkommt, du, der kann 8 Meter größer sein als ich. Ich renn trotzdem weg. Aber trotzdem heiße ich es nicht gut. Hier, seine Frau schlagen hier. Also da gehört die Frau einfach mal hingekommen und dann so nach dem Motto. Was Nein, hast du da will für sie schon wieder nicht. Probleme, ey? Er will so eine Frau schlagen. Helft ihr, helft ihr. Ja, nee, Entschuldigung, ich drifte ein wenig vom Thema ab. Es ist aber wirklich eigentlich ein ernsteres Thema. Kann man wirklich ernst drüber reden, auch wenn ich es manchmal nicht will. Dieses ganze Hin und Her von wegen, ja, hier, irgendwelche Vorurteile gegenüber Frauen oder irgendwelche Vorurteile gegenüber Männern. Bin ich richtig beknattert. Beknattert. Ja, beknattert. Aus dem einfachen Ja, Grund. warte, das Wort kenne ich irgendwoher. Beknattert. Bescheuert. Beschissen. Verkackt. No homo. Verfickt. Abgewichst. Jetzt reicht's aber, Freund. Komm bloß hierher. Nein, er will mich Ich mach mir zurückstecken. gleich ein Au. Dia-Schwert, ey. Das ist dann nicht mehr, Ihr was? die Frau schlagen, das ist die Frau massakrieren, ey. Ist das eigentlich legal? Was? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Ich sag's dir, da wirst du da vorne hier an dem Eingang vom Tor, wirst oben aufgehängt, hey. Da spielen wir etwa Tekken, du machst dir einen Speer und mein Kopf ist drauf. Genau. Geht ja seit Patch 1.4. Was? Au. Hey, raff dich. Nee, also so, die normalen hier, die Zäune und dann kannst du ja diese Köpfchen da. Ach so, meinte das. Woher Ja, kriegt man gut. eigentlich die Köpfchen? Special Drops, wenn ich mich nicht ganz räusche. So. Ah ja, was auch noch zum Thema hier Schlagen dazu gehört, ich würde sagen hier Kinder Ja. schlagen. Oh ja, da könnte ich den Leuten immer fast ins Und Gesicht das springen. ist, finde ich, es ist noch ernster als das mit der Frau schlagen oder die Frau verprügelt den Mann oder, naja. Aber Kinder, ich weiß nicht, vor allem kleine Babys, das ist halt heavy. Ich finde es allgemein, ich kann es in keinem Fall gutheißen, nach meiner Meinung. Ja gut. Weil,
wie soll man es sagen, ich kenne jemanden, der wurde von seinem Vater geschlagen und der hat das nach einer Zeit nicht mal mehr als schlimm empfunden. Und ich finde, es ist kein Zustand, dass wenn man schlechte Noten nach Hause bringt, man vom Vater blau geprügelt wird. Das ist einfach eine Sache, dass da, was war denn immer? Wir haben jetzt zwei Falltüren, ohne sie zu brauchen. Das ist so eine Sache, da krieg ich immer halb irgendwelche Anfälle. Wenn sich jemand mit jemandem anlegen will, dann soll er es doch bitte mit jemandem seiner Gewichtsklasse Also mit der tun. Frau. Und wenn sich, du, wenn die Frau extrem fett ist, dann gerne. Wenn er sich aber nur traut, sich seinem Sohn, an seinem Sohn zu vergreifen oder das als eine pädagogische oder als eine Methode verwendet, besser gesagt, um dem Kind klarzumachen, das war nicht in Ordnung. Gut, es kann funktionieren, aber wenn das nach und nach übertragen wird und irgendwann haben wir jemanden mit einer richtigen jähzornigen Ader vor uns, dann prügelt er seinen Sohn tot, weil er in der zweiten Klasse im Diktat 13 Fehler hatte und deswegen hier eine schlechte Note hat. Das kann er nicht Andersrum angehen. muss man aber wieder sagen, also nicht mal, also jetzt mal abgesehen von den Schulnoten und so, aber wenn dann echt so ein Rotzlöffel, nein, also manche Leute, die, ja, so wie die sich da aufführen, denke ich mir halt auch so, hätte Mutter mal eine an Goschnack schlage, dann wäre alles in Ordnung. Ich rede nicht davon, dass es ja gut, es darf halt keine gesundheitsgefährdenden Sachen. Es darf auch nicht direkt so sein, dass das Kind weiß, ich habe was falsch gemacht, ich krieg auf die Fresse, so nach dem Motto. Finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, ich persönlich, mir wurde natürlich früher auch manchmal, wenn ich richtig Scheiße gebaut habe, wenn hier wieder der halbe Ort nur nach kleinen Amadeus aufgebrochen ist, nur nach dem zu suchen, dann ist mir natürlich danach auch in einer Zeit, wenn ich frech gekommen bin wegen der Aktion, jemand hergekommen und hat gemeint, so geht's nicht und hat mir den Hintern versohlt. Das gab's natürlich bei mir. Hintern versohlen war bei mir gang und gäbe, fand ich auch nicht schön, ehrlich gesagt. Aber das hat nicht wehgetan und sie haben aufgehört nach einer Zeit. Aber wenn ich dann mitkrieg, dass jemand eine 6 in der Schule hat und eine Schelle bekommt von seinem Vater dafür, dann finde ich das nicht in Ordnung. Was soll das werden? Der war da weg. Macht meine Frau. Da ist er. Bleib! Aua! Der hittet mich. Ah, hol das Hammerzeug! Du bist voll aggressiv! Du bringst ihn Aua! um. So, da können wir ja jetzt schon mal anfangen hier mit der Abmoderation. Abmoderation. Und dieses Mal, damit ihr es auch wirklich ganz genau verstanden habt, übernimmt die Abmoderation für euch der liebe Riva mit dem Nein, Schlusswort. nein. Kein Schlusswort. Oh doch. Nein. So. Er sich übrigens letzte Folge so gefreut hat, dass er es nicht tun musste. Und diesmal bin ich ihm zuvorgekommen, Bitch. Hast nicht zufällig Kabelzone mitgebracht? Ich brenne gerade alles. Oh, nice. Oh, Das ist noch warte mal, besser. guck mal Brauche hier, ich nicht hab da einen. Steps. Was hier? Karl ist da. Geil, der hat mir genau gefehlt. Nee, jetzt. Ich hab's falsch gemacht. Das sieh ich mal. Eins höher sein. Aber doch, genau da hat Also mir diesmal war gefehlt. es ja ein ernstes Thema. Zu diesem ernsten Thema könnt ihr auch eure Meinung reinschreiben unten in die Mal Kommentare. Ja. wieder. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr das nicht machen tut, dann kommt der Onkel Items und schlitzt euch die Bauchhöhle auf. Wie schon in den anderen Videos erwähnt, uns interessiert eure Meinung. Also wir sagen nicht so, schreibt Kommentare, damit sie geschrieben sind. Ich lese auf jeden Fall durch. Mich interessiert die Meinung der Zuschauer. Und Und mir wird immer so in den Kopf geworfen von wegen, da hat jemand nur kommentiert und ich freue mich dann immer voll. tut er nicht. Freue mich immer, wenn jemand kommentiert Zudem hat. könnt ihr natürlich immer wie Lüge! immer wieder Auf die Fresse lecken hauen. hier Auf die Fresse hauen. ich drehe gleich durch. Ich dachte, ich habe geleckt, ich wollte sie nur noch mal. Ihr könnt natürlich immer wieder Themen vorschlagen, die wir dann behandeln werden. Behandeln, wir sind Ärzte, Alter. Ärzte. 50 Milligramm Insulin. Gut, ja. Die Folge ist vorbei. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir haben euch unterhalten oder auch nicht.
Items hat euch ganz doll lieb. Schaltet wieder ein oder ich schlitz euch auf. Thema Gewalt. und Frauen hinterm Herd, oder was? Frauen gehören nicht hinter den Herd, sondern in den Kochtopf. Ja, willst du noch was sagen? Was stand im Weg? Ja. Ob ich noch was sagen will? Vielen Dank fürs Anschauen. Ihr habt es bis zum Ende des Videos geschafft. Dementsprechend sucht euch einen Psychiater. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns zu Gesicht bekommen, meine kleinen Freunde. Und sage Tschüss, auf Wiedersehen. Und ja, Schlusswort und so. Ihr kennt das schon. Er macht sowieso nicht. Deswegen Tschüss. Du hast recht. Tschüss auch von mir.